Vergessen Sie Dublin, vergessen Sie das europäische Schlagerschmelzfestival. Der wahre Grand Prix fand letzte Woche in München statt. Das ist Sinn und Zweck. Alles glänzt schon in diesem Schimmer. Aber kommt mein Mann nach Haus, da kann ich hoch. Und da liege ich auf dem Bett. Und mein Schatz, wir kommen in den Café. Zurück zum wahren Grand Prix. Schirmherr Hugo Strasser, selbst ein Altmeister der leichten Muse, segnet bereits die Veranstaltung. Ein anderer Veteran der Zuckergussmusik, Michael Holm, hat auf der Jurybank Platz genommen. Es geht los. Unter den kritischen Augen der Preisrichter singen und zappeln die Kandidaten um die Wette. Im wahren Grand Prix müssen die Künstler alles geben. Das Wettkampfgericht wertet die musikalische Leistung, die Bühnenpräsentation und die Kostüme. Der Gesang ist unüberhörbar live. Die James-Bias-Kombo liefert gnadenlos den richtigen Takt. Playback natürlich. Ingrid, du bist alles, was ich hab. Ohne dich ist mir so fad. Du bist mein Sonnenschein. Tamia, du bist jung, süß und wunderschön. Doch verschenk nicht deinen Körper. €1.500 und €250 gab es für die Gewinner. Doch darauf kam es hier niemanden an. Wichtig war nur eins, die CD, die mit allen Teilnehmern produziert wird. Die soll nämlich zum großen Durchbruch verhelfen, der sonst wohl vage Hoffnung bliebe. Zieh doch Leine, dann hast du bei mir keine Chance. Denn ich bin eine, die will dich nur ganz oder gar nicht. €200 hatten sich beworben, aber auch in München wurde gesiebt. Nur 15 durften sich versuchen beim wahren Grand Prix. In der Brigitte. Und Hip-Hop schien keiner etwas wissen zu wollen. Schnulzen ohne Ende. Dich verlassen, irgendwie wirst du es verstehen. Irgendwo werden wir uns treffen, um uns zu sagen, es tut so weh. Den Gewinner bestimmt in München nicht nur die Jury mit Allstar Michael Holm, das Publikum hatte ein Wörtchen mitzureden. Publikumsfavorit und Sieger, Trude und Gerd mit dem Lied Nur du allein. Der Strom in meinem Kabel, der Blub im Rahmspinat, der Turm in meinem Babel, du bist es, den ich mag. Nur du allein. Überhaupt nicht. Wenn morgen in Irland die Nationen glockenhell um den Sieg ansingen, hat München sein Grand Prix-Erlebnis bereits hinter sich. Der wahre Grand Prix fand nämlich schon statt. Gestern Nacht im Gloria-Palast. Bonsoir, Mesdames. Hello, ladies and gentlemen. Io este Tivano. Bienvenuto tutti amigos di Italia. Tania. Du bist jung, süß und wunderschön, doch verschenk nicht deinen Körper, wie im Handumdrehen. Ach, sind wir wissen, dass mal wieder was passiert im Land. Deshalb sind sie angetreten, 15 mutige Damen und Herren, um mit Witz und Niveau dem Nief im offiziellen Schlagerlager den Kampf anzusagen. Ich meine, wieso gibt's keine Frieden oder doch Liebe? Wir sind überhaupt nicht gespannt, weil... Was da morgen in einer öffentlich-rechtlichen Anstalt läuft, das ist nur der Grand Prix. Was Sie jetzt hier bei uns sehen, das ist der wahre Grand Prix. Wir finden, wenn schon Schund, dann richtig Schund. Unser Reporter in München, Tobias Kuhner. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Münchner Gloria-Palast. Ich kann Ihnen sagen, der Name ist Programm. Sie kommen nicht zu spät, eine Entscheidung ist noch nicht gefallen. 15 Interpreten haben ja eine gute Stunde lang um die Gunst des Publikums gebuhlt. Und ich kann Ihnen sagen, der deutsche Schlager lebt. Die Highlights des Contests sehen Sie jetzt. Diese Zeit verging. Mit der Startnummer 7, Daniel Gläser aus Suhl, Die Zeit mit dir, getextet von deiner Großmutter. Und
beim Abschied, da sagtest du noch einmal, ich liebe dich. Oder 90er Jahre, Albert van der Rohle. Lauter Pirouetten drehen, nur dich ich seh. Nicht Cindy und Bert, sondern Trude und Gerd. Die Startnummer 9 mit Nur du allein. Ging's denn weiter? Die dritte Interpretin. Man achte auf den besonders poesievollen Text. Tausendmal in deine Augen verliebt. Und je mehr ich hineinsehen durfte, sich dein Name in den Kaffeesatz schrieb. Mit jedem Tropfen Milch ruf ich dich wie das Zuckerstück. Draußen schweigt die Sommernacht, ein Frosch zirpt vom Glück. Wahre Wonneschauer muss es wohl allen Anwesenden Ingrids über den Rücken getrieben haben, Albert van der Rohle. Ingrid, lass mich nie allein. Die Romantiker unter den Schlagerfans kamen gestern voll auf ihre Kosten. Allein sich nicht von der Schleichwerbung für Rosa Staubsauger irreführen. Nur der 7. Platz in der Gesamtwertung für Petra Perle. Platz 2, sprich durchweg 15 Points, 15 Points. 15 Punkte gingen an Albert van der Rohle mit seiner Ingrid. Und die Höchstwertung mit über 200 Punkten, den restlichen Kontrahenten um Längen voraus. Platz 1, Sieger des wahren Grand Prix 94, sehen Sie selbst. Studio, die wahren Gewinner des wahren Grand Prix 1994, nämlich Trude und Gerd. Gerd, letztes Jahr leider als Interpret vorgeschlagen hat. Eine reelle Chance hätte er aber sicherlich beim wahren Grand Prix gehabt. Der fand letzten Donnerstag in München statt. Ja, liebe Freunde, von meiner Seite einen schönen guten Abend. Bis dato habe ich sehr viel Spaß gehabt. Ich hoffe, dass Sie das auch hatten. Schlagerwelt nicht so viel zu lachen gibt, darf sich hier jeder so lächerlich machen, wie er will. Manchmal will ich weg von.